heute ganz im Privaten. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieser wundervollen Unterhaltungssendung, in der Roman Lob nun endlich unser Star für Baku geworden ist. Da kommen wir später noch dazu, weil wir haben seine Herausforderin Jana Gerke heute noch in dieser Sendung im Interview. Bleiben Sie dran. Warum steht der Ebert jetzt plötzlich in Zivil da? Was ist denn da los? Ich möchte mit Ihnen heute mal ganz gemütlich Fernsehen gucken. Die Harald Schmidt Show. Herbert Janet und Ben spielten Griechisch allein, ja, von Jefferson Airplane. Ja. Jefferson Airplane, ja. Starship, we built this city on Rock'n'Roll. Ja, ja. So, noch ein Ausschnitt für dich? Sehr, sehr gerne. So, nächster Büttenredner-Ausschnitt. Ja, da freust du dich drauf. Was kommt denn dann nach dem Euro? Der Fiasko! War der so schlimm? Ja. Wirklich? Ich meine, es heißt das Fiasko. Ja. Aber als Pointe ist es schon nicht schlecht, oder? Absolut. Ja, vor allen Dingen in so einem Zusammenhang, wenn man das so ein bisschen so aufbaut, also über Währung und so. Zugegeben kein Highlight der Fernsehgeschichte, aber ich möchte nichts Böses sagen. Es war ja schließlich auch Valentinstag. Valentinstag, an dem sich alle lieb haben. Diese Erfindung der Blumenindustrie. Ich muss Ihnen das alles nicht erklären. Das kann dieser Mann viel besser machen. Ein Ausschnitt, der im Moment bei YouTube der absolute Hype ist. Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Na, wir sind von Institut für Leipzig. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen. Das ist ja schön. Das ist sehr schön. Valentinstag ist eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummel ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, das kam ja wohl aus den USA. Und das andere hängt mit Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Was ist los? Wie auch immer, vielen Dank an InfoTV Leipzig, die uns diesen Ausschnitt zur Verfügung gestellt haben. An dieser Stelle möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass unser Star für Baku mittlerweile Roman Lob heißt, ermittelt ist. Aber das Gespräch, das Sie gleich sehen, ist mit der Frau, die vor 3 Plätzen rausgeflogen ist, Jana Gerke. Meiner Meinung nach immer noch die, aber entscheiden Sie selber, Jana Gerke im Interview mit ihrer Band gleich hier bei uns in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie dran geblieben sind und versprochen ist versprochen, hier sind Sie nun, Silent Seven. Das war früher mal eine sehr eigenständige Band, im Moment ist es gerade die Band zu Jana Gerke. Schön, dass ihr da seid. Ja, und Jana ist nicht da, Jana ist uns per Skype zugeschaltet. Das klingt jetzt irgendwie total technisch, aber du bist gerade in Köln. Grüß dich erstmal dahin. Hi. Jana, erzähl mal, wo bist denn du da gerade und was ist da los? Also im Moment bin ich irgendwie auf dem Bad, was? Weil ich einen Ort gefunden habe, wo ich mit euch reden kann. Ja, ich hocke hier irgendwie so vorm Waschbecken. Ich bin im Brainpool Studio, das ist das, wo TV Total ihr Backstage-Bereich und so haben. Da befinde ich mich im Moment auf der Toilette, genau. jetzt mal, hier sitzen deine Jungs gerade irgendwie heult aufgereiht auf meinem Sofa. Vermisst du die ein bisschen oder bist du ganz zufrieden da in deinem Köln? Ach, natürlich ist es schade, dass wir irgendwie nicht mehr proben. Aber wir hatten ja irgendwie letztes Wochenende schon einen Auftritt noch und haben uns ja auch gesehen. Und ich habe ja so viel zu tun hier. Ich habe irgendwie gar keine Zeit, um überhaupt irgendjemanden zu vermissen. Von daher hält sich es noch in Grenzen. Es geht noch. Ich frage mal, Jan, merkt ihr bei euren Auftritten jetzt im Moment, dass da irgendwie mehr geht als vorher? Oder? Also es war ja nur einer während dieser ganzen Geschichte und der war
Der Wahnsinn. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Wir haben hier einen kleinen Videoclip. Da bist du. Dann noch eine zweite Sängerin. Wer ist das? Die. Das ist die Cutter, die Ende Dezember leider aufhören musste. Ach so, aber man sieht sie noch im Video. Ja. Und eure Band und Talking About the Revolution im Original von Tracy Chapman. Willst du noch was zu dem Lied sagen, Jana, oder spielen wir es einfach? Nee, spiel's einfach. Sehr gut, dann machen wir das. It sounds like a whisper while they're standing at the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around and waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. Poor people gonna raise up and get their share. Poor people gonna raise up and take us theirs. Don't you know you better run, 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 run. Talking about a revolution. Finally the tables are starting to turn. They're talking about a revolution. Oh no. They're talking about a revolution. Oh no. While they're standing at the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around and waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. People gonna raise up and get their share. People gonna raise up take us there. Jetzt muss man vielleicht den Zuschauern nochmal erklären, wenn sie das jetzt gerade zu Hause sehen, hat Jana Gerke vielleicht schon unser Star für Baku gewonnen, also ganz sicher sogar. Und weiß es aber jetzt noch gar nicht, weil das Gespräch wurde vor dem ersten Satz aufgezeichnet oder so ähnlich. Aber du hast verstanden jetzt ungefähr, ne? Du sitzt jetzt gerade in Köln und weißt nicht, ob du die Show gewinnst oder nicht. Was hast du selber für ein Gefühl? Was ich für ein Gefühl habe? Mhm. Ich weiß nicht. Also bis jetzt lief ja alles immer gut und meine Pläne haben immer funktioniert. Ja, aber ich glaube, dass die Liederauswahl super wichtig ist und ich glaube, dass das so das Einzige ist, was, was das jetzt vielleicht noch verändern könnte. Ne? So, wenn ich mich vergreife oder jemand anderes vielleicht einen super krassen Song für sich finde, ja, dann
kann man schon mal schnell, kann es dann auch vorbei sein. Wie läuft das dort ab? Ist das sehr straff organisiert? Ist das eher eine ernste Veranstaltung oder hast du da auch Spaß? Also wir haben super viel Spaß backstage vor allem. Alle Mitarbeiter sind extrem nett und sind auch total lustig drauf. Und wir machen eigentlich die ganze Zeit nur Quatsch. Und das Ernsthafteste ist echt die Show irgendwie so. Wo wir uns dann versuchen, ein bisschen zusammenzureißen, um nicht ganz so bekloppt zu wirken. aber es ist echt super lustig. Also ich habe echt eine super coole Zeit jetzt hier gehabt. Wie ist der Kontakt zu deinen Juroren und so weiter? Stefan ist ja sowieso immer hier irgendwie im Haus unterwegs, weil er ja auch TV Total dreht. Und Thomas ist super nett, sind auch schon mindestens einen Tag vorher da. Und auch Alina ist echt, ich kann echt nichts gegen die drei sagen. Die unterstützen einen irgendwie. Ich dürfte auch, glaube ich, gar nichts gegen die drei sagen, aber ich will auch gar nichts gegen die sagen. Nein, das ist doch in Ordnung. Seid ihr froh darüber, ich frage jetzt mal wieder deine Band, du kannst das gar nicht sehen, seid ihr froh darüber, dass das Jana gerade macht oder ist euch das eher so egal? Ja, es war so, dass sie vor Weihnachten kam sie zu uns und sagte, sie müsste uns irgendwas sagen. Und wir dachten, sie ist schwanger. Das wollte ich gerade sagen. Genau, wir dachten, sie ist schwanger, hat sich dann aber als falsch rausgestellt, das war sie dann doch nicht und sagte nur eben, dass sie bei unser Star für Baku sich beworben hat da eben. Okay, letzte Frage an Jana. Bist du schwanger? Also ich bin jetzt gerade auf dem Klo, ich könnte einen Schwangerschaftstest machen, aber ich glaube nicht, dass ich... Nein, mir reicht eine Vermutung. Eine Frau hat sowas ja auch im Urin. Ne? Ja, okay. Alles klar. Ja, genau so ist es. Dann vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank euch. Super Kapelle. Alles Weitere zur Band natürlich auch im Internet. Haben wir verlinkt. Alles nach Strich und Faden können Sie da gucken und weiterklicken und vor allen Dingen mal auf ein Konzert gehen. Ich drücke euch die Daumen für die diesjährige Runde Hessen rockt. Macht ihr auch mit? Nein? Dann drücke ich euch erst recht die Daumen. Dankeschön für den Besuch und gerne das nächste Mal wieder einschalten. Aber das wisst ihr alles. Ja? Bis dann. Tschüss. Also, ciao.